Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Slime Rancher. Nein! Muss jetzt wieder die Maus ins Bild kriegen. Komm her, du bleibst da. Jo, wir fangen frisch da an, wo wir aufgehört hatten. Für mich liegt jetzt ein, zwei Tage dazwischen. Drum, ja, erstmal wieder so ein bisschen orientieren, was wir überhaupt machen wollten. Wäre zum Beispiel eine Idee, mal euch hier ein bisschen zu füttern. Genau, dann kriege ich hier nämlich schön Schleimigaga. Und können dann für unsere Blauen hier auch noch was bauen. Dann kann ich hier nämlich auch gleich füttern. So, wir haben 4 Stück. Das müsste eigentlich so gerade so reichen. So, 261, perfekt. Wo baue ich die jetzt hin? Es gibt ein Problem. Wenn mir die Blauen hier diesen Plort machen und es die irgendwie schaffen rüberzukommen, dann kreuzen die sich. Genau das gleiche, wenn die Blauen da irgendwie reinkommen würden. Muss ich mal gucken, ob wir das hier vielleicht irgendwie geschickter hinkriegen. Da mache ich so diagonal. Na, bleibt da nichts anderes übrig, weil ich kann ja nicht in alle Ecken irgendwas reinsetzen. Müssen wir das Risiko eingehen, dadurch, dass ich nicht so viele nehme. Sollte das Ganze auch funktionieren. So, 1, 2, 3, 4. Dann gibt es noch 4 Kärtchen hinterher. So, die letzte kommt dann noch zu euch. Manchmal geht es nicht ganz durch, ne? So, schön blaue Kacke will ich jetzt haben hier. Genau, fressen und kacken. Darum geht's hier doch. Habe ich hier 5 reingeschossen? Ach, keine Ahnung, ich lasse sie dazu liegen. Das bringen wir jetzt noch weg und dann gucken wir mal weiter. Ich bräuchte nämlich noch für meine Hühnchenfarben noch ein bisschen mehr. Und da müssen wir mal gucken, dass wir auch... Ja, genau. Wie sieht denn das da oben aus? Vermehren die sich jetzt? Weil ich glaube, einen Hahn habe ich hier drinnen. Ja, das sieht so verstrahlt aus. Das ist unglaublich. Gut, Eier sieht man nicht. Gehen planen. Wir gehen auf jeden Fall mal ein bisschen erkunden wieder. Da ist noch ein Karottchen. So, bevor ihr schlechte Laune kriegt, kriegt ihr die mal. Genau, schön in die Mitte rein. Ja, das passt. So, ab geht's zum Erkunden. Wir müssen nämlich Geld scheffeln. Dann ernten wir hier wieder ab und füttern mal die wilden Slimes. Da kriegt man dann auch ganz schön die Sachen. Ups. So, schnappt ihr euch. Wenn ich zurückkomme, muss alles aufgegessen sein, ne? Wisst ihr ja. So, da war doch noch ein Feld weit hinten, oder? Ah, sehr schön. Die ballern wir mal hier hin. Das sollten wir schneller sein als die Slimes. Eine Stony Hen. Die sieht echt ein bisschen stoned aus. Vorher müssen wir auf jeden Fall in unser Gatter hier rein. Einmal die Stony, einmal die normale. Vermehren die sich jetzt dann irgendwie und kreuzen sich auch oder so? Weil es ist ja so ein ähnliches Prinzip, wie wir jetzt halt auch hier bei den Slimes haben. Hast du die normalen, dann hast du die Stony, dann hast du die Katzen-Slimes und so weiter. So, da habt ihr noch ein bisschen Futter an. Oh, da sind keine mehr. Dann nehmen wir so alles eingesaugt. So, wie viel kriegen wir da zusammen? Schon ein bisschen was, ne? Komm her. So, euch 5. Lass uns mal da. Machen wir jetzt auch das da und das da und das da. So, 14 Stück. Das sind immer ein bisschen mehr. Da dürften euch auch noch welche dabei sein, die noch nichts hatten. Ah, das funktioniert doch. Dann kriegen wir eine Wagenladung hier mal komplett voll. Und können wieder schön Geld machen. Da habe ich noch was. Da habe ich noch was. Da habe ich noch was. Ach, ich habe schon 20. Und das ging ja zügig. So, ihr bleibt mal da. So, es ist so ein bisschen mehr Laufarbeit, aber das ist sonst echt doof, wenn man so viele hat und die sich hochstecken. Dann kann es halt mal sehr schnell sein, dass die komplette Hühnchenproduktion im Eimer ist, weil die sich da irgendwie reinbegeben. Und sobald die den Gockel fressen, dann war's das. So,
220. Okay, das sollten wir hinkriegen. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Plort hier finde. Hat mir was gelegen? Ja, ich sehe ich doch. Ich erkenne Scheiße, wenn ich sie sehe. Dann sind sie pink ist. Und viereckig. Und Geld bringt. Ja, ich weiß, es ist sehr realistisch, das Spiel. Jo, dann auf was. Dann ist nichts mehr soweit. Okay, das reicht doch erstmal. Da ist noch was. Komm her da. Flup. Flup. Nein. Oh. Man müsste echt so ein Sieb updaten können, dass irgendwie keine Slimes mehr reingehen. Aber wer weiß, vielleicht. Na, komm her, komm her, komm her, komm her. Was ist das? Ich will dich haben. Geh weg, ich will den da. Nein, nicht wegfliegen. Dammit, komm her. Ah! Der ist, ja. Tschüss! War schön! Mist. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist golden, also muss es wertvoll sein. Jo, dann füttern wir hier mal die nächsten. So, gönnt euch mal hier. Flup! Da ist doch jede Menge. Die haben sich hier um die Hühnchen gekümmert. Die Indizien sind eindeutig. Keine Hühner, aber dafür jede Menge Scheiße. So. Komm mal her da. Und dann können wir uns jetzt nämlich da ein Kätzchen holen. Das muss ich jetzt aber noch einmal wegbringen. Darum, okay. Lauf! Oh. Die hätten auch ein bisschen großzügiger sein können mit der Sprint-Power, die man hier hat. So, jetzt snipern wir mal das Hühnchen in seinen Käfig. Oh. Oder wir klatschen es volle Kanne gegen die Wand. Ja, die haben keine Gefühle, es ist alles okay. Kind nur Bitch and Bite. So, wunderbar. Dann kann ich jetzt hier nämlich schon mal das vorbereiten, dass wir dann die Kätzchen mit reinnehmen. Katzen sind die ersten, die nur Fleisch fressen. Darum habe ich nämlich auch schon so viel in die Hühnchenfarm hier investiert. Weil es sind dermaßen viele normale Hen-Hens. Da sollten wir jetzt auch Katzen durchkriegen, so zwei, drei Stück. Und der Katzencoach bringt Geld. Das ist schön. Ich würde sagen, die Katzen nehmen wir hier hin. Das ist nämlich die weiteste Strecke von der möglichen Futterquelle. Machen wir schon mal ein Coral fertig. So, und gehen mal hier schön wildlebende Muschis organisieren. Miau. So, wo sind sie denn? Ich glaube, wir müssen zwei, insgesamt drei Bereiche weit. Ja, schön, habt ihr Kacke gemacht. Tolle Slimies. Oh, das sieht hier nach Dürrö aus. Hatte jemand Sprühstuhl von euch? Oh, das ist eine Vorstellung, so ein pinken Slime mit Sprühstuhl. Naja, lassen wir das mal. Wir möchten hier nicht so eich ins Detail gehen. So, die Katzen waren, glaube ich, jetzt noch eins weiter. Will ich dich mitnehmen? Nee. Einfacher Grund, ich möchte die noch nicht kreuzen, weil es sind ganz fiese Gesellen hier. Haut ab. Hört auf mich zu chargen. So, ihr könnt jetzt aber mal schön was fressen hier. So, an guten wünsche ich. Wenn ich wiederkomme, erwarte ich jede Menge Kacke. So, 13, 14, 15. Dieser Sound ist auch so übel, ne? Kommt da so ein kleines Hühnchen vorbei und du hörst so Knurps. Weg. Mist, bin ich voll. Noch einen Plört, dann habe ich die eine Kammer voll. So, Hühnchen habe ich genug, die kann ich mal rausballern. Und dann geht's ab auf die Muschiwiese. Gut, ist keine Wiese, ist eine Schlucht. So, Kätzchen, 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 Kätzchen. Pink Slime, will ich nicht. Aber ich räume jetzt mal so ein bisschen auf. So, wir haben zwei Tabbies. Oh, wie viele können wir? Komm, alle guten Dinge sind drei, wir nehmen drei Tabbies mit. Feuern den. Oha. Ja, umbringen wollte ich sie jetzt nicht. Eine Stony Hen mit. Die ist nämlich was Besonderes. Und könnte noch blauen Plört mitnehmen, aber gibt's hier nicht.
denn da? Danger! Oh, eine Riesenmuschel, eine Felsspalte. Und sie lacht. Ich finde auch dieses Zeichen hier unten vom Teppichslime, das ist so der Inbegriff der Niedlichkeit. So, zurück geht's. Dann finden wir vielleicht noch mit ein bisschen Glück eine Kiste. Und werden mal hier unsere Teppichslimes glücklich machen, dass die hier auch schön kacken. Achso, die sind nicht stony. Hm. Oh Mann, da liegt so viel Geld rum. Aber das ist blaues, das kann ich noch mitnehmen. Nein, nicht du. Oh. Ihr seid so aggressiv, Mann. Geht mal zum Therapeuten. Ich, die ist ja ekelhaft. Mist, der hat gerade einen gefressen, darum ist er dick geworden. So, Vollgas nach Hause. Oh, ich muss wirklich gucken, dass ich hier schneller werde. Dann haben wir jetzt dann nämlich erstmal so ein bisschen die Grundschleimse und können uns überlegen, wie wir die dann kreuzen wollen. Das Problem ist, wenn man das zu wild macht, kommen so Zombie-Slimes raus, die alles andere als unproblematisch sind. Cool, ich habe zwei Rooster jetzt mittlerweile. Rein mit der Stony und dann brauchen wir hier eine, zwei, drei normale Hennen. Bringen mal den Plort weg. Ich glaube, eins habe ich daneben geballert, oder? Hm, da. Gehört euch da kein Plink haben. So, dann das da hier. Dann haben wir nochmal dreimal Futter für irgendwelche verwahrlosten Slimes. Ach komm schon, das hat doch einmal frei gesponnen hier. So, guten Appetit wünsche ich. Ja, ihr gebt mir jetzt mal euer... Aua! Aua! Du Sack! Nicht in die Hand beißen, die einen füttert. Merkt euch das. Dann könnt ihr noch so niedlich gucken, ihr Assi-Viecher. So. 1, 2, 3. Miau. 1. Ist das Hühnchen? Ist das Hühnchen? Ist das Hühnchen? So, dann haben wir jetzt nämlich hier drei Teppichslimes. Das bringt schon mal deutlich mehr als der andere Slime. Teppi, der bringt 22. Und das Schöne ist, wenn man die kreuzt, zum Beispiel einen dicken Pink, hier, mit einen dicken Pink, genau, einen normalen Pink mit einem Teppi, dann wird das Ding ja wesentlich größer. Und wenn es dann gefüttert wird, kriegt es 2. Kacke Haufen. Und ich kann mir überlegen, ob ich das schon mache. Schön ist, dass die Teppichs nicht so anstrengend sind. Das heißt, die versuchen, einen nicht zu verletzen. Und ich hätte eigentlich genug, um das Gatter zu erhöhen. Ja, komm. So. So funktioniert Kreuzen. Einfach fremde Kacke rein. Ich habe das Geräusch gehört. Ja, ihr seid schon lustige Kerlchen. Jetzt fress die Kacke. Genau. Eine dicke rosa Katze. Oh Mann. So, weiter geht's. Dann machen wir hier mal High Walls rein. Purchase. Genau, weil wie ihr seht, die können ganz schön Gas geben nach oben. Und es wird dann echt mies, wenn die hier raushüpfen und Richtung Hühnchen hüpfen, wenn die Hunger haben. Das kann dann echt zu unschönen Sachen führen. Sag mal, frisst jetzt mal den Schleim, bitte. Ja, Zwangsfütterung! Nimm ich! Und werde dick! So, Diet Everything. Das ist cool. Die kann ich jetzt dann nämlich auch mit den Möhrchen füttern. So, die... Doch, sind schon gewachsen. Na, komm her. Dann kann das nämlich bis zum nächsten Morgen wachsen, wenn wir jetzt ein kurzes Schläfchen einhalten hier. Ist ganz cool, ich krieg pro Folge genau einen Tag eigentlich rein, weil es immer knapp 15 Minuten, bis ich hier fertig bin mit dem letzten Gegrüße, kann ich mich auch schon wieder von euch verabschieden. So, hier drin haben wir 4. 1, 2, 3, 4. Guten Appetit. Hier drin haben wir
4 die Türmchen bauen. 1, 2, 3, 4. Guten Appetit. Da hinten haben wir 3 dicke Strahlekatzen drinnen. 1, 2, 3. Dann haben wir noch 4 Karotten, mit denen ich weiß, was ich machen soll. Da ihr mir am meisten gebt, hau ich einfach mal da rein. Ihr seid dick, ihr könnt schon einiges vertragen, ruhig. 2 so Karottchen, das geht doch. So, dann nochmal den Schleim absaugen. Ich weiß nämlich nicht, ob der bleibt oder ob ich den am nächsten Morgen dann nicht mehr bekommen würde. Das ist immer so von Bild zu Bild unterschiedlich. Ich habe schon gehört, dass es nicht geht. Dann ging es mal wieder drum. Ja, gehen wir mal auf Nummer sicher und bringen hier mal unsere schönen Kackehaufen auf die Bank. Ey, 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 du dicke, fette Katze. Hat dir jemand erlaubt, da rauszuhüpfen? Ich muss ein Netz drüber bauen. Nein, komm her. Dicker. Oh. Nein. Oh. Es ist wie ein riesiger Flummi. So, dann ballern wir dich nicht, sondern lass dich einfach los. Wir müssen gleich da ein Netz drüber bauen. Mich wundert es, dass die... Obwohl... Alter. Obwohl die eigentlich alles haben... Ja, grinsen sie mich nur an. Assi. So, nein. Nein. Ah. Katzen. So. Alter. Ich muss da echt ein Netz drüber bauen. Ich hoffe, dass ich jetzt dann morgen genug Kohle zusammenbringe. Weil wenn wir die rüber zu den Hühnchen fressen und mir die ganzen Sonderhühnchen auffuttern, dann kriege ich ja echt einen Tobsuchtsanfall. Dann mag ich euch gar nicht mehr leiden, ihr dicken Rocherkatzen. So, jetzt geht's mal auf jeden Fall weiter. Wir haben jede Menge Plort. Ich werde nicht auf die 300 kommen. Ich glaube, das Update hat 300 gekostet. Nee, knapp reicht's nicht. Mit etwas Glück können wir aber am nächsten Morgen noch genug bekommen. Die Karotten sind alle... Nee, sind nicht alle weg. Kommt ihr an die Rand, die da so am Rand liegen? Wir gucken einfach mal. So, ihr seid alle drin. Gut. Ihr seid auch alle in eurem Gehege. Das ist auch sehr schön. Das ist für mich und das ist auch für mich. So, die Hühnchen sollten eigentlich gar kein Problem sein. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie sich stacken können oder dass sie hüpfen können. Ihr seid einfach dumm und federig, ne? Ja, dumm und glücklich, so muss das sein. Dann bringen wir das noch weg. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bis dahin, macht's gut, ciao.